Ich begrüße Christian Heistermann auf Skype in Berlin, ein Tatortreiniger, das Vorbild für Bjarne Mädels wahren Tatortreiniger, bekannt aus der Serie. Christian Heistermann ist Inhaber einer Gebäudereinigungsfirma in Berlin. Christian, wo bist du gerade? Schönen guten Morgen, Thomas. Ich bin derzeit im Berliner Fernsehturm. Dort haben wir unser Büro neu eingerichtet und hier fröne ich meiner Arbeit sozusagen. Und ja, schönen guten Morgen. Wir kennen dich als Vorbild für Bjarne Mädels Tatortreiniger. Der hat ja einen ziemlich gesunden Menschenverstand, der ihn durch viele Situationen schon geführt hat. Auch in dieser Situation, glaube ich, würde er sich nicht so schnell verunsichern lassen. Hast du einen Tipp in der jetzigen Situation? Ja, mein Tipp in dieser Situation ist wirklich Abstand halten und Hände waschen. Ist auf jeden Fall angesagt. Ich würde sagen, den Mundschutz tragen, um andere nicht zu infizieren, auch ganz wichtig. Und ja, möglichst wenig Kontakt zu fremden Personen, die man nicht kennt, weil man weiß immer nicht, wie der Virus seinen Lauf nimmt. Das ist ja auch, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Gibt es Ja. darüber hinaus noch etwas, was du aus deiner persönlichen Erfahrung beisteuern kannst, was vielen hilft, die jetzt in einer Situation, die jetzt schon mehrere Wochen andauert, hilft, auch psychisch über die Runden zu kommen? Ja, psychisch gesehen, um in die Runden zu kommen, ist sicherlich immer wieder der Sport halt eine gute Ablenkung, halt Joggen, Radfahren. Aber ich kann letztendlich auch nicht viel mehr beitragen als die Tipps, die wir jetzt schon in den Medien haben. Ich persönlich nehme noch halt Kapuzinerkresse und halt meine kleinen Tabletten, die eben antivirozid wirken. Der ein oder andere empfiehlt auch nochmal einen Smoothie, den er trinken kann. Ja, es ist schon teilweise. Ja, ich weiß gar nicht, warum du so guckst halt. Also gibt Nee, ich wirklich würde dich gleich fragen, was das für kleine wirklich Tabletten sind. ja, Naturprodukte, Senföle beispielsweise halt, die gut wirken. Ja, die wirken auch antivirozid halt, die kann man auch zu sich nehmen. Sind halt Naturheilprodukte, nicht so vielleicht geläufig. Aber die haben ja auch immer geholfen in der Tatortreinigung. Also ich habe ja wenig Infektionen weggeholt, muss ich dazu sagen, weil es ja auch mal ein bisschen risikobehaftet ist, wenn man die Arbeiten durchführt. Als Desinfektor ja auch. Selbst die Virologen infizieren sich ja irgendwann mal vielleicht oder vielleicht auch nicht. Insofern versuche ich natürlich auch immer das Beste für mich zu finden und auch anzuwenden, damit ich dann die Sache auch überlebe, wie jeder andere auch. Ne? Ja, da sind wir gleich beim Thema. Also du bist ja als Tatortreiniger mit dem Thema Desinfektion, mit Krankheiten, mit Viren, mit Bakterien eh sehr oft konfrontiert. Merkst du in der jetzigen Zeit, dass die Anerkennung für deinen Beruf, für deine Tätigkeit größer geworden ist? Kommen Leute auf dich zu und sagen, ah, Sie sind doch vom Fach, können Sie mir helfen? Ja, der Respekt ist auf jeden Fall gestiegen, auch gegenüber den Reinigungskräften und den Desinfektoren. Man sagt ja sozusagen, es wäre jetzt meine Sternstunde, in der ich dann aufgehen könnte. Ja, aber da sind ja noch andere Fachleute, die wesentlich mehr auf dem Kasten haben als ich, als Tatortreiniger. Und die auch da das jetzt zum Besten geben halt so ich als Tatortreiniger, ja klar, ich schütze mich, ich werde von anderen auch wahrgenommen und werde gefragt, in welchen Situationen man vielleicht seine Gastronomie wieder öffnen könnte. Das ist im Augenblick das aktuelle Thema, weil ich auch viele Gastronomen kenne und weil ich auch im Berliner Fernsehturm arbeite und das Panorama Café hat sozusagen geschlossen und die Aussichtsplattform. Und das ist für uns sicherlich auch eine herbe Einbuße. Und diese Fragen, wie kann man dann halt eben auch eine Schule wieder in Betrieb nehmen oder wie kann man so eine gastronomische Einheit wieder in Betrieb nehmen, die werden schon an mich herangetragen halt. Da werden Ideen und Lösungen gesucht und ich arbeite da auch aktiv mit. Gab es denn in der letzten Zeit Aufträge an dich als Tatortreiniger, die du abarbeiten musstest? Da ich ja nun nicht mehr der aktive Tatortreiniger bin, ich bin ja doch mehr in die Geschäftsleitung übergewechselt. Ich habe ja eine gute Nachfolgerin, die Franka Mantay bei der DHI. Und ja, insofern haben wir schon den einen oder anderen Fall, der Corona behaftet war. Aber letztendlich einen Todesfall hatten wir dahingehend noch nicht. Aber ihr hattet schon Corona-Fälle, die ihr quasi betreuen musstet. Wie sieht denn Genau. sowas aus? Kannst du das beschreiben, was ihr dann machen müsst?
Nein, das ist ähnlich wie in der Tatortreinigung. Wir haben natürlich Vollkörperschutzanzüge da. Die persönliche Schutzausrüstung ist gleichzusetzen wie der bei der Tatortreinigung. Wir haben unsere Gummistiefel, wir haben unsere Handschuhe, die zweifach, wir haben eine Vollschutz-Gesichtsmaske mit P3-Filtern. Wir sind, ja klar, mit Desinfektionsmitteln ausgestattet, mit Handdesinfektionsmitteln halt, mit Wasserstoffperoxid. Und wir gehen in die Flächen, in die Wohnung und reinigen und müssen uns dann eben entsprechend anschließend auch ausziehen. Und beim Ausziehen müssen wir uns natürlich auch sehr vorsehen, weil wir uns da auch wiederum infizieren könnten. Also insofern ist es keine einfache Sache, sich nicht zu infizieren. Wie lange dauert es eigentlich, sich vorzubereiten auf so einen Einsatz? Ja, das sind so ungefähr 15 bis 20 Minuten, kann man schon sagen. Halt. Also wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, man kann natürlich auch ein bisschen geschwinder arbeiten. Aber ich denke mal, so 15, 20 Minuten halt ist eine realistische Größe, weil Hände waschen halt, ablegen halt, die Sachen müssen ja auch irgendwo verstaut werden. So Einweganzüge müssen in die Mülltüten rein, die Hände müssen gewaschen werden, die Hände müssen desinfiziert sein. Die Maske muss natürlich, weil das ja eine Mehrwegmaske ist, wir haben ja hier nicht die Einweg-P3-Filtermasken, sondern wir haben wirklich eine Vollschutzmaske über das ganze Gesicht geht, teilweise mit Atemunterstützung und das muss natürlich auch desinfiziert werden, weil wir begeben uns in Räume und wie man ja auch aus der Presse weiß, halt, sind ja auch Aerosole in der Luft halt und die legen sich natürlich dann auch eben auf die Kleidung und auch auf die Masken ab halt, und da ist Vorsicht geboten. Das heißt, auch eine intensive Nachbereitung müsste bei jedem Einsatz mit einplanen. Auf jeden Fall. Nicht nur die Vorbereitung, auch die Nachbereitung ist im Wesentlichen wichtig halt, ja. Dass wir uns nicht zu 100% halt wie Astronauten bewegen können, ist auch klar, wenn man sich mal vorstellt hat, dass so ein Virus natürlich irgendwo eindringen könnte, auf der Haut sich ablegen und so weiter. Wir haben keine Astronautenanzüge, wollte ich damit sagen. Halt, also wir haben immer noch ein paar kleine Schwachstellen. Teilweise, wenn man die einfachen P3-Filtermasken sieht und gerade auch in der Presse und im Fernsehen immer wieder das um die Nase herum nicht richtig abgeschlossen ist, halt, dass es vielleicht ein 95% der Schutz ist, halt, aber diesen 100% den Schutz wie ein Astronaut hast du eben nicht. Gibt es denn nicht die Gefahr, dass man leicht paranoid wird, wenn man beruflich so eine Arbeit machen muss, geht in einen Raum, in ein Haus, wo man weiß, da ist der Virus drin. Was macht das mit einem? Man ist schon ein bisschen aufgeregt, also Adrenalin ist schon da. Also ist ähnlich wie beim Boxkampf halt, wenn man vorher in den Ring steigt und weiß, der Gegner ist da, ja, dann ist die gewisse Anspannung schon vorher ein bisschen gegeben halt. Man macht sich darüber Gedanken und das muss auch so sein halt. Ein bisschen Angst muss auch dabei sein, weil das schützt uns davor, auch Unsinn zu machen und leichtsinnig zu werden. Wir sind natürlich nicht so ängstlich halt, dass wir uns nicht mehr in den Raum hineintrauen. Aber die Vorsicht ist echt geboten und man macht sich natürlich auch immer wieder Gedanken um sich, um die Welt, und man macht sich auch Gedanken über den Tod. Was kann passieren, wenn man nun infiziert ist und nun die Lungenentzündung nicht übersteht? So eine Gedankenspiele hat man. Wenn nicht gleich am Ort des Geschehens halt, wo man reinigt, aber zumindest dann halt in der Nacht, wenn man verarbeitet. Wie sieht das dann aus, wenn du verarbeitest? Was macht das dann mit dir? Ja, dann werde ich natürlich unruhig halt und drehe mich von links nach rechts und überlege und versuche natürlich den Gedanken loszulassen halt, um auch schlafen zu können. Denn es sind ja keine schönen Gedanken, wenn man sich darüber, wenn man darüber nachdenkt, wie man denn ablebt und womöglich dann in so einem isolierten Raum allein verstirbt. Das sind ja keine tollen Bilder. Also ich möchte sowas halt nicht erleben und ich wünsche es auch wirklich keinem. Man könnte ja denken, dass jetzt die Zeit ist, wo auch Gebäudereiniger, Reinigungskräfte allgemein besonders gefragt sind. Merkst du das an der Auftragslage, dass das nach oben geht? Oder wie ist da die Entwicklung? Nein, ich möchte nicht allzu kritisch heute sein, aber ich hätte mir schon eine bessere Auftragslage gewünscht. Also bei denen, was wir hier an Aufregung haben im Lande, ist es doch recht bescheiden, was wir derzeit an Auftragseingängen haben. Ich bin natürlich auch als privater Bürger unterwegs und wenn ich in öffentlichen Nahverkehrsmitteln unterwegs bin, dann sehe ich sehr viel Schmutz, sehr viel Dreck, sehr viel Keim
war letztens halt bei der Post gewesen, halt sehr viel Schmutz, sehr viel Dreck, sehr viel Keim. Und ich mache auch ab und zu mal ein paar Bilder und die ich auch auf Facebook dann poste, wo ich auch ein paar Missstände dann auch hinweise. Und da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Du meinst, der öffentliche Raum könnte wesentlich sauberer sein. Dann würden wir uns besser fühlen, auch besser schützen können. Definitiv halt. Also der öffentliche Raum könnte wesentlich sauberer sein und es wird schon viel getan, es wird schon viel gemacht, das ist gar keine Frage und ich will auch nicht die schlecht machen, die jetzt am Arbeiten sind und dafür Verantwortung tragen. Ich gehe nur davon aus, was ich als Hygieniker, letztendlich als Tatortreiniger eben sehe und das ist sehr viel Schmutz. Und so, wo sehr viel Schmutz ist, kann ich als Desinfektor nicht arbeiten, weil mein Desinfektionsmittel dann nicht wirkt. Ja, so kann da man es wollte ja. ich nochmal fragen. Im Vorgespräch hast du mal gesagt, das ist ein wichtiger Punkt, zu wissen, wie man richtig mit Desinfektionsmitteln umgeht. Man kann es richtig verwenden, man kann es falsch verwenden. Was ist falsch und was ist richtig? Aus der Sicht des Experten. Ja, also aus Sicht des Experten muss erstmal vernünftig gereinigt sein, bevor ich eine Desinfektionsmaßnahme durchführe. Also im Wesentlichen ist es nicht damit getan, dass ich halt über die Fläche mit einem Desinfektionsmittel überwische, sondern ich muss immer betrachten, halt, wie ist die Verschmutzung. Ist die Verschmutzung schon ausreichend beseitigt, kann ich die Desinfektion durchführen. Ja, wir reden oftmals halt vom Eiweißfehler bei der Desinfektion. Das bedeutet dann, dass das Desinfektionsmittel eben unwirksam wird. Das passiert dann meist halt, wenn eben Eiweiße mit im Spiel sind, wenn Blut, wenn organische Verschmutzungen an den Oberflächen liegen und die nicht richtig entfernt worden sind. So, und das ist eben der Fall. Und wenn ich Schmutz sehe, weiß ich halt, okay, da kann ich desinfiziert werden. Ich sehe viele Ecken, ja, ich sehe viele Ecken und ich sehe viele Kanten, ich sehe Türgriffe sehr, 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 sehr kritisch. Und ich würde mir wünschen, halt, dass wir da ein bisschen mehr Sensibilität an den Tag legen würden. Beispielsweise heute auch in den öffentlichen Nahverkehr. Also ich fahre ja öfters mal U-Bahn und dass man dann mal eine Reinigungskraft abstellt, die dann reinigt und desinfiziert und dass die Wagen und Waggons dann halt auch richtig schön sauber sind. Halt. Ich meine, in den Zeiten, wo eh alle schon Kurzarbeit haben, kann man sich den Luxus doch mal leisten, halt, um mal ordentlich zu reinigen. Halt. Und vielleicht findet ja so viel Anklang anschließend, dass man es dann permanent fortsetzt, weil man sagt, man will einfach in einer reinen und hygienischen Umgebung auch leben, halt, was wir uns ja eigentlich auch alle wünschen. An meiner Arbeitsstelle, wo ich derzeit bin, sind auch sehr viele Obdachlose unterwegs, halt auf dem Alexanderplatz. Und ich sehe auch, dass halt Fäkalien links und rechts halt eben verteilt sind und die nie weggemacht werden, halt, weil sich da gestritten wird, ob das nun Privatgrundstück ist oder ob das nun öffentlicher Raum ist. Halt. In der Endkonsequenz liegt die Scheiße dann noch da und sie ist nicht weggemacht worden. Und Schotti würde sagen, halt, ist doch ganz einfach, machst du weg. Nun sagen viele Experten, dass bei der Corona-Situation das Problem weniger die Schmierinfektionen sind, weil man davon ausgeht, dass die indirekte Übertragung des Virus nicht so das Problem darstellt wie die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch. Also wenn wir uns in selben Raum befinden würden und Aerosole in der Luft sind, wir reden, Tröpfcheninfektion findet statt. Das spricht natürlich dafür, dass leider der menschliche Kontakt vor allem das Problem ist. Wie siehst du das? Wie beeinflusst das dich in deinem Alltagsleben? Also ich bin letztendlich halt auf der festen Überzeugung, dass jeder im öffentlichen Raum einen Mundschutz zu tragen hat. Das hätte schon vor Wochen passieren müssen. Ich darf aber auch nicht zu viel sagen, insofern halt, weil ich da auch eine sehr radikale Einstellung zu habe halt. Also ich hätte vor 4, 6 Wochen jeden Mundschutz verpasst, ja, hätte alle Hersteller oder alles, was an Material, an Mundschutz da ist, beschlagnahmt und jeden Bürger verdonnert, einen Mundschutz zu tragen. Und zwar aus einem einfachen Grund, wenn ich Ausscheider bin, dann kann ich ja nur andere schützen, indem ich selber halt einen Mundschutz trage, um eben keine Aerosole in die Umgebungsluft abzugeben, jedenfalls nicht in der Fülle, wie es dann ohne Mundschutz ist.
Und insofern ist Mundschutz einfach das Wesentliche. So eine Kontakt- und Schmierinfektion, also letztendlich auch im öffentlichen Raum. Wenn ich den Knopf antaste am öffentlichen Nahverkehrsmittel, um die Tür zu öffnen, dann ist es nun mal so, halt, dass da tagtäglich halt x Menschen anfassen. Und das ist natürlich von der Risikobewertung her eher anzusehen ist, als wie wenn ich halt meinen Schreibtisch nach einer Woche wieder besuche, wo keiner dran saß. Also es ist ja auch irgendwo logisch, dass wir uns erstmal damit beschäftigen, halt niemanden anders zu infizieren. Ja, und das ist wahrscheinlich halt nur gegeben, halt, wenn ausreichend Mundschutz da ist. Und wenn es dann auch nur ein einfacher OP-Mundschutz ist, halt dreilagig Papier oder vielleicht auch ein selbstgenähter Mundschutz. Wichtig ist halt, dass wir eben entsprechende Ausbreitungen der eigenen Atemluft halt reduzieren. Also sprich die Aerosole reduzieren. Man muss dazu sagen, dass auch die Experten sagen, der Mundschutz hilft mit dazu, das zu verringern. Allerdings ist er nicht das einzige Mittel und er ist auch nicht dazu geeignet, uns in Sicherheit zu wiegen, dass wir denken, das reicht schon. Also auch alle Experten sagen, Abstand zusätzlich und das Vermeiden von Kontakt ist das Wesentliche. Ja, es ist auch richtig, ist auch völlig in Ordnung und ich will auch nicht irgendwo andere kritisieren mit ihren Aussagen, weil letztendlich jede Aussage irgendwo immer einen Punkt hat, den man dann nicht berücksichtigen kann, halt, ja, weil ansonsten würden wir uns ja stundenlang darüber unterhalten und dies eine oder andere abwägen, halt, ja, aber als Tatortreiniger selber habe ich auch noch ein Restrisiko. Ja, und dieses Restrisiko bleibt immer da. Ist beim Kontakt mit anderen Menschen, ist beim Tragen eines Mundschutzes mit einem richtigen P3-Filter oder P2-Filter oder einfachlagigen halt, Mundschutz oder dreifachlagigen Mundschutz, je nachdem. Und wesentlich ist, dass alle irgendwo verstehen, halt, wie sie damit umgehen. Ja, und wie ich mich dann halt auch andere, wie ich andere auch begegne und ob ich denen nun die Hand gebe oder halt eben die Begrüßung mit dem Fuß durchführe, die ja jetzt auch modern geworden ist, so ich als alter Breakdancer weiß da auch Bescheid. Ja, das ist also, jeder muss sich verhalten. Und das ist eigentlich so das Wesentliche. Jeder muss sich jetzt in puncto Hygiene verhalten. Und ich glaube, dass du als Tatortreiniger da ohnehin eine größere Sensibilität schon von Haus aus mitgebracht hast. Wie sieht das in deinem Alltag dann aus, wenn du als Privatmann unterwegs bist? Gehe ich davon aus, wenn du rausgehst, wenn du Menschen triffst, hast du dann selbst einen Mundschutz? Und wie hat sich das auf dein Alltagsleben, auf dein Privatleben auch ausgewirkt? Weil wir alle sitzen ja quasi nun im Lockdown. Na, also wenn ich einkaufen gehe, dann trage ich einen Mundschutz, versuche auch den Einkaufswagen immer zu desinfizieren, wenn ich ihn eben anfasse. Leider ist es oftmals so, dass Desinfektionsmittel nicht gerade vor Ort ist, aber dann habe ich meine kleine Flasche mit bei und desinfiziere mir die Hände sozusagen, bevor ich es den Einkaufswagen anfasse und bin dann halt guter Hoffnung, halt, dass das Desinfektionsmittel dann auch wirkt. Ja, und ich verhalte mich natürlich dann irgendwie auf Arbeit, trage nun keinen Mundschutz, weil ich bin hier alleine auf der Etage, wüsste jetzt nicht warum. Aber nichtsdestotrotz halt ist es eben wichtig, dass wir uns eben verhalten und Mundschutz im öffentlichen Raum tragen. Das ist ganz wesentlich. Deine Mitarbeiter sind im Homeoffice? Oder ich bin unterwegs. Zum einen bin ich ja jetzt hier im Berliner Fernsehturm halt, habe natürlich auch mein Homeoffice und im Homeoffice bewege mich halt auch frei halt. Ich bin ja Single, insofern habe ich jetzt auch nicht große Probleme damit. Ab und zu kommen mich meine Kinder besuchen. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ich bin ja auch Risikokandidat. Ich hatte ja auch schon ein bisschen was an der Lunge und rauche ja auch noch. Bin auch sehr stressbehaftet, also muss ich auf mich selber auch achten und da mache ich mir auch immer wieder Gedanken darüber, wie meine Kinder, mit wem die Kontakt hatten, wie ist die Infektionskette und haben die sich dann auch wirklich nicht irgendwo anderweitig infiziert und was macht das denn letztendlich mit mir? Und das wirkt ja bei jedem anders, ne? Also der eine der verstirbt, der andere überlebt und insofern sind das dann auch die Gedankenspiele, die nachts im Bett dann immer wieder auftauchen, ne? Was hilft dir dann, wenn diese Gedankenspiele kommen?
Was hilft dir dann durch den Tag? Ja, also durch den Tag hilft mir dann eigentlich so der Sonnenschein, den wir im Augenblick haben, weil also es ist nicht allzu dunkel, trägt auch zur guten Laune mit bei. Und ja, ich versuche mich immer abzulenken. Ablenkung ist dann das Wesentliche. Also ich versuche mich auf andere Sachen zu konzentrieren und meine Gedanken so zu lenken, dass ich mich nicht mit dem Thema so häufig auseinandersetze. Natürlich kommt dann irgendwie immer ein Erschrecken, weil, ja, wenn ich dann merke halt, okay, oh, jetzt hast du aber was berührt oder bist jemand zu nahe gekommen, halt nicht wahr? Da geht mir auch immer so einiges durch den Kopf. Ja, war der nun infiziert, war der nun nicht infiziert? Ich hatte heute ja den Telekom-Techniker da gehabt. Ja, und dann waren es denn dann 1,50 oder waren es dann 80 Zentimeter oder warum ist der jetzt gerade so eng an mir vorbeigelaufen? Also, ja, es spielt schon eine wesentliche Rolle, halt nicht in einer Art Depression oder Verhaltensstörung zu enden halt. Ja. Also man muss sich da schon echt zügeln und letztendlich muss man sich auch ein bisschen vergeben und dann sagen halt, okay, man ist Mensch und man macht Fehler. Ja. Man macht Fehler und die ganze Menschheit ist nur so weit gekommen halt, weil wir Fehler gemacht haben. Zum Schluss stelle ich noch ein paar Fragen, die wir allen Interviewpartnern stellen. Die erste ist: Was vermisst du am meisten? Also ich vermisse am meisten meine Freundin in Kiel. Da ist immer noch die große Frage, wie wir uns begegnen, wie wir uns besuchen. Da ist so mein Herz. Ich würde gerne wieder an die Nordsee, an die Ostsee. Ich wünsche mir einfach wieder frische Seeluft zu atmen und meine Kinder und meine Familie in den Arm zu halten. Ja. Was hast du gelernt bisher aus der Krise? Ja, ich habe gelernt, halt wieder mehr auf das Wesentliche mich zu konzentrieren, auf die Wurzeln, die man ja letztendlich hat, das, was wesentlich ist. Ich hatte vorhin da auch so eine Diskussion geführt, was ist wichtiger, Geld oder Leben? Und ich habe gesagt, ich bin groß geworden in Zeiten, wo man immer uns Kindern auch schon gesagt hatte, ein Menschenleben ist unbezahlbar. Und oftmals höre ich jetzt, dass es eine Frage des Geldes ist. Und ich wünsche mir eigentlich halt, dass wieder das Menschenleben an erster Stelle steht und nicht immer nur auf das Geld gegiert wird. Gibt es einen positiven Aspekt an der Krise, den du siehst? Ich finde, dass die Gesellschaft schon enger zusammengerückt ist. Sicherlich haben wir da auch ein paar Leute dabei, die einen Koller bekommen, halt, weil sie die ganze Zeit irgendwie nur mit sich selber beschäftigt sind. Aber ich sehe, das Positive ist wirklich, dass die Menschen halt einander helfen, dass sie rücksichtsvoller miteinander umgehen, dass man mehr Zeit hat, Dinge zu erledigen, dass das Hetzen endlich aufhört. Man war ja schon sehr busy und sehr stressig. Viele haben mich immer gefragt, warum brauchst du so lange und geht das nicht ein bisschen schneller? Und jetzt hat man einfach mal die Zeit, halt das mit einer gewissen Konzentration und mit einer gewissen Ruhe abzuarbeiten. Und das gefällt mir sehr gut. Hast du vor etwas Angst? Ja, ich habe Angst halt, dass sich irgendjemand infiziert in meinem Kreis, halt der das dann nicht überlebt. Ich habe Angst um meinen Vater, der ist jetzt schon über 80 und ist auch allein und ich habe Angst, dass ich dann irgendwann mal einen Anruf bekomme, halt, dass er vielleicht nicht mehr ist. Also da sind schon ein paar Ängste da. Ja. Ich versuche das aber immer in Gottes Hand zu geben und zu sagen, okay, er wird uns auf uns denn schon gut aufpassen. Was denkst du, das ist die letzte Frage, wie wird die Krise die Welt verändern? Ja, aber das wäre so eine Frage, da werde ich wahrscheinlich halt mehrere Stunden für brauchen, die zu beantworten. Denn ich bin jemand, der braucht sehr viele Worte, um was zu erklären. Ich denke, wir werden aus der Krise sehr gestärkt hervorgehen. Ich denke, dass vieles neu gedacht wird. Ich denke, dass wir eine ganz andere Welt wiederfinden, wenn wir aus der Krise gegangen sind. Also es wird sich so viel geändert haben, dass wir echt auch positiv beeindruckt sind, halt, was wir alles schaffen können als Menschheit. Das heißt, du gehst eigentlich ganz optimistisch in die Zukunft. Ja, doch definitiv halt. Weil ich weiß halt, die Menschheit hat schon vieles überlebt und das wird sie auch überleben. Und ich weiß auch, dass wir aus jeder Krise halt auch wieder Neuanfang finden. Und der Neuanfang auch wieder eine neue Chance bedeutet, was anders anzugehen. Und wenn man was neu angeht, halt, dann versucht man natürlich die Fehler,
nicht mehr zu machen, wie man vorher gemacht hat. So macht es ja jeder Mensch, denke ich. Vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Christian Halstermann, schöne Grüße nach Berlin und noch einen guten Tag. Vielen Dank, Herr Schuber. Tschüss.